Da bin ich wieder und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei in dieser Folge von Shadowgate. Wir verlassen jetzt mal diese komische Drachen-Irgendwas-Kreatur und gucken uns mal woanders weiter um, denn hier ging es ja irgendwie nicht weiter. Gut, aber eigentlich ist die große Frage. Hier waren wir doch schon sonst, oder nicht? Jetzt bin ich langsam ein wenig verwirrt. Na, hier kommen wir in die unteren Katakomben. So, wie kommen wir denn eigentlich nochmal nach oben? Hier waren die Gargoyles. Achso, ich kann nochmal zurück. Ja, genau. So, hier war rechts nix. Genau, und hier war schon wieder oben. Alles klar. Durch die unteren kamen wir jetzt aber auch nicht weiter, ne? So, links geht's auf jeden Fall immer noch ein Stück hier weiter, ne? So, jetzt kommen wir hier nach oben. Schau mich hier hinten nochmal eben wieder um. Weil ich hier eigentlich noch hoffe, wieder einen dieser Kristalle zu finden. Bin mir gerade nicht so sicher, ob das so schlau war, die alle kaputt zu schlagen. Aber ich würde mich auch wundern, wenn unser Spiel uns das erlaubt, die kaputt zu machen, wenn wir die brauchen. Ist ja auch ein bisschen seltsam, würde ich da mal behaupten. Aber gucken wir mal, vielleicht irgendwo hier. Vielleicht finden wir noch einen. Jetzt haben wir nämlich schon so viele von den anderen. Das ist doch eigentlich cool, wäre auch einen von dieser Farbe zu haben. Wir kommen echt nicht weiter. Zurück. Die glänzen immer so, bilden sich nach einer Zeit neu, oder was soll das heißen? Ah, warte, da wollte ich nochmal geradeaus. Geradeaus. Genau, hier war der Raum. So, wir haben zumindest einen neuen Schlüssel. Ah, Schlüssel. Und ist eine Tür in den anderen Katakomben. Stimmt ja. Da ist doch eine Tür. Also, zurück, nochmal zurück und runter. So, wo kriegen wir die Tür? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier ist die Tür. So, Schlüssel und Tür. Egal was du auch machst, der Schlüssel passt nicht in das Schloss. Das Gefühl von Unbehagen überkommt dich, als der Boden unter den Füßen anfängt zu beben. Ist das jetzt dieses Beben das nächste zeitkritische Event? Habe ich irgendwas, was ich jetzt hier vielleicht nutzen kann? Nee. Wo könnte die Schlüssel denn sonst noch gelten? Hier unten ist keine andere Tür. Gucken wir doch mal nach oben. Hier ist auch keine Tür. Was ist denn? Da ist das Blitzding, da ist keine Tür. Nein. Türen gibt es zum Beispiel hier. Aber hier sind keine. Hier sind keine geschlossenen Türen mehr. Also wieder zurück. Geschlossene Türen gibt es links und rechts. Jeweils eine. Ja, wo war denn die geschlossene Tür? Da. Benutzen. Mit Tür. Passt nicht. Na toll.
Schönen Dank auch. Und wieder zurück. So, gehen wir nach rechts. Hier war die Tür, die uns auslacht, oder? Da, jo. Schlüssel mit... Nein. Schlüssel mit Tür. War hier noch eine Tür? Ich glaube nicht, ne? Nö. Wir haben also einen Schlüssel für eine Tür, die wir noch gar nicht gefunden haben. Es wird ja immer besser. Ansonsten haben wir keine geschlossenen Türen mehr, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ja, es ist natürlich jetzt sehr fraglich. Okay, hier ist zum Beispiel dieser Farbcode, den ich zu diesen Kristallen schon zugeordnet hätte. Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Den roten habe ich doch bestimmt jetzt tatsächlich irgendwo vergessen. Aber wo zur Hölle kriege ich, habe ich den roten her gehabt? Den hatte ich auf jeden Fall schon recht lange. Ich glaube, den habe ich irgendwo hier im Schloss gefunden. War denn eine der Statuen drin? Ich glaube eher nicht, ne? Warte mal, hier unten lag doch noch was, ne? Da ist doch noch irgendwas. Das dampft das Ding die ganze Zeit. Was lag denn da nochmal drin? Ein rundes, orangefarbenes Objekt sitzt in der eisernen Käfig fest. Kriege ich das Ding da irgendwie raus? Nein. Damit vielleicht auch nicht. Mit der Stange. Deswegen, den kriege ich einen Klick, ich weiß es gar nicht. Mit der Stange. Nein. Mit dem Schlüssel. Nein. Mit dieser Stange vielleicht. Auch nicht. Da ist noch eine Stange. Tada, hier ist noch ein Messer. Aber ich müsste mal eben die Fackel setzen. Ha, ich komme also nicht ran an das Ding. Ein in den Boden gelassenes Gitter sichert den Käfig, etwas großes orangefarbenes liegt darin. Ach, wir sind gleich so. Egal was du auch machst, du kannst die Gitter nicht mitnehmen, aber es lässt sich öffnen. Ein rundes orangefarbenes Objekt sitzt im eisernen Käfig am Boden. Ein Kürbis. Na toll. Gut, haben wir das geschafft. Ohne nennenswerten Erfolg. Hier war nicht das... Der rote Kristall. Och, Leute, roter Kristall, der kann überall sein. Ich überlege gerade nochmal scharf, wo ich den denn herhaben könnte. Den habe ich irgendwo mal total zufällig belanglos gefunden. Und ich weiß nicht mehr wo. Gut, aktuell brauche ich ihn ja noch nicht mal von da. Auch sinnlos, jetzt unbedingt nach dem roten Kristall zu suchen. Mich nervt es nur total, dass ich ihn mal hatte und jetzt nicht mehr habe. Gut, das hilft mir also nicht weiter. Die Katakomben muss doch irgendwo noch ein Durchgang sein. Kann nicht sein, dass ich da nicht weiterkomme. Das ist so verwinkelt. Ich wette, ich habe da unten eine Abzweigung vergessen. Also, machen wir mal systematisch.
Wir gehen immer links. Erstmal gucken wir hier rechts, weil das ist die erste Sackgasse. Jo, hier ist nix. Gut. Aber eigentlich will ich jetzt systematisch immer den Eingang, der am weitesten. Ja, ich mach mal rechts, weil rechts das am logischsten ist. Geradeaus. Hier geht's weiter. Wir gehen also nochmal zurück. Wir checken die Sackgassen. Hier ist nichts. Okay, zurück. Da geht's runter. Da gehen wir später hin. Also, geradeaus. Durch diese beiden Lücken kommen wir nicht. Wir können nur geradeaus. Gehen wir nach rechts. Geht so runter. Gehen wir geradeaus. So, folgen wir dem mal. Hier ist wieder so ein Gong. Den kennen wir ja schon. Und hier ist das Blubber. Wir kommen doch bestimmt irgendwie rüber. Nur wie? Das mache ich mit heißem Teer. Puh. Sehr gute Frage. Ist noch irgendwas anderes, was ich tun kann? Den Teer drüber hinweglaufen halte ich auch für sehr fragwürdig, sagen wir es mal so. Oh gut, besser ich versuch's mal, als wenn ich es nicht. Als ich es gar nicht mache, ne? Speichern wir auf einem anderen Slot. Und gehen wir einfach rüber. Ach, es geht sogar. Boah. Ah, dieses Spiel ist doch so gemein. Wie gemein. Und alle, die das wussten, haben sich schon 20.000 Mal gegen den Kopf gehauen. Wie ich das quasi gerade für mich auch mache. Gut, hier ist nix. Gehen wir mal weiter. Hier ist ein Schädel. Das ist Stein. Und das ist was? Was ist das? Stein. Ein langes, tiefes Grollen lässt den Boden unter den Füßen beben und reißt dich fast von den Füßen. Soll's mal lassen. Ich will hier nochmal langkommen und nicht irgendwie umfallen. Schädel. Tunnel, Zwerge, Labyrinth. Jo. Zwerge sind gut und sowas. Einfach mal irgendwo Labyrinthe hinballern. Mann, ist das tief, ey. Hier geht's noch weiter nach oben. Gut, da gehen wir später hin. Wir gehen erst nach rechts. Um zu checken, ob hier eine Sackgasse. Hallo! Eine tiefe Schlucht teilt diese Kammer in zwei Teile. Auf der anderen Seite siehst du einen Tunnel, der sicher tiefer in das Labyrinth führt. Ja, es gibt auch nichts, was ich lieber möchte, als tiefer ins Labyrinth zu gehen. Aha! Du vermeidest das Muster auf dem Boden, um den Steintisch genauer zu untersuchen. Achso. Eine Art Tisch, in der den Stein des Tests gemeißelt werden. Eine Art Tisch ist. Achso. In der Tischen ist in den Stein des Protests gemeißelt worden. Das geometrische Muster der Löcher kommt dir bekannt vor. Ja, kommt mir das bekannt vor. Also, das mit den Scheiben war was ähnliches, aber sonst. Wahrscheinlich muss ich irgendwas nachbilden. Aber ich weiß noch nicht, was. Ich habe ja auch einige von den anderen Kristallen. Ich habe doch nicht auf den Abgrund gedrückt, du Depp. Du näherst dich der Schlucht und suchst nach einem sicheren Weg hinunter. Unglücklicherweise bricht ein Teil der Kante ab und reißt dich in die Tiefe. Du fällst und fällst. Und zwar Abwechslung fällst du noch etwas mehr. Eine lange Zeit später macht dein Kopf Bekanntschaft mit einem sehr spitzen Stein. Ich hab doch gar nicht auf die Kante gedrückt. Was soll das denn jetzt? Oh, ich hab doch...
auf das Muster gedrückt, weil er meinte, ich ignoriere das Muster. Okay, ich kann also wirklich nicht nur auf die Kante drücken. Sehr gut. Die große Öffnung auf der anderen Seite der Schlucht scheint nicht aus dem Stein gemeißelt worden zu sein, sondern abgespalten zu sein. Gut, dann gehen wir hier erstmal zurück. Wir haben jetzt hier links noch den Weg nach oben. Okay, hier ist wieder was Blaues. Aha. Sonst aber auch nichts zu sehen. Hallo? Auf der anderen Seite der Höhle steht eine Gestalt. Sie trägt einen Stab und ist in Roben gehüllt. Und richtet einen Zauberspruch gegen die massive, mit Runen besetzte Wand. Ein Gefühl der Bosheit ist fast greifbar, als der Zauberspruch gegen die Wand kracht. Eine vermummte Figur ist wild am Gestikulieren und vollführt eine Beschwörung, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Welle aus Hass und Bosheit, die von diesem dunklen Magier ausgeht, ist fast greifbar. Dies muss der Meisterhexer sein. Oh, wir haben ihn gefunden. Eine antike Steinstatue liegt in der Schlucht. Du fragst dich, was für eine Katastrophe diese massive Skulptur verschüttet hat. Tja, man weiß es nicht. Eine tiefe Schlucht führt durch die Mitte des Raums. Sie sieht so aus, als soll sie den Zugang zur Wand erschweren. Mhm. Das ist die Steinstatue. Mhm. Können wir hier sprechen? Du räusperst dich und machst dich bereit, diesen sogenannten Meisterhexer zu belehren. Stattdessen dreht sich der Meisterhexer um und beschwört einen Energieblitz, der mitten in dich einschlägt. Der einzige und letzte Gedanke, den du hast, ist, was für ein furchtbarer erster Eindruck. Jo. Genau das habe ich mir gerade auch gedacht. You have chosen. Wieso will mich in diesem Spiel immer alles umbringen? Das ist doch doof. So, er wuselt da wieder rum. Du zuckst mit den Achseln, kniest nieder und betest zur Statue dafür, dass der Meisterhexer dich übersieht. Du betest auch zu allem und jedem, nicht wahr? Ja, doch. Gut, hier unten sind tausendfach diese Kristalle auf dem Boden. Aber anscheinend kann ich jetzt mit dem Meisterhexer auch noch nichts tun. Vielleicht aber auch den Zauberstab gegen ihn richten. Wo ist er? Aber klar, ich sterbe. Tschüss. Es war ja mal ein Versuch wert. Ich dachte, vielleicht kann ich mit dem Zauberstab das Ding in die Magie abwenden. You have chosen poorly, young. Schlückchen trinken. Hm. Toll, jetzt sind wir hier durch. Und nun? Ich würde sagen, ich mache nochmal eine kleine Pause. Überleg mir nochmal, wie es weitergeht bei diesem ganzen Labyrinth. Ich hätte sicher wieder irgendwo eine Kleinigkeit übersehen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal auch schon. Vielleicht, wo wir gucken können, was wir ausprobieren können. Oder eventuell fällt mir auch ein, wo ich dieses angeblich mir bekannte Muster da in diesem Stein schon mal gesehen habe. Was mir gerade irgendwie nicht so richtig einfallen möchte. Aber gut, das kennen wir ja schon. Also dann, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.